Hallo zusammen, mein Name ist Carmen Besko. Einleitend möchte ich sagen, dass ich seit vielen Jahren im geschützten Bereich mit gerontopsychiatrischen Schwerpunkt an der Universitätsmedizin Göttingen arbeite. Als ich vor einigen Jahren eine Fortbildung zum Thema Umgang mit Patienten mit Demenz besuchte, handelte diese hauptsächlich von den vermutlichen Ursachen der Erkrankung und den unterschiedlichen Demenzformen. Auch bei meiner späteren Weiterbildung zur psychiatrischen Fachkraft konnte ich den Umgang mit Patienten, die an einer Demenz erkrankt sind, nicht wirklich vertiefen. Erst als ich vor 2 Jahren an einer einwöchigen Fortbildung der Alzheimer-Stiftung teilnahm, habe ich mein Verständnis für Patienten, die an einer Demenz erkrankt sind, verbessern können und kann heute den Umgang mit den Patienten besser gestalten. Ich hoffe, ihr könnt von meinem Vortrag profitieren und etwas davon in euren Stationsalltag mitnehmen. Wie können wir eine Demenz erkennen? Im Stationsalltag können wir es auch mit Patienten zu tun haben, wo eine Demenz noch gar nicht gesichert ist. Und die Patienten zeigen eventuell Defizite im Kurzzeitgedächtnis. Sie fragen immer wieder dasselbe nach. Das fällt dann schon auf. Ihr Verhalten könnte auffällig sein. Sie zeigen Verlust von Alltagskompetenzen. Oder die Kommunikation ist eingeschränkt, die Patienten haben Wortfindungsstörungen oder Wortverständnisstörungen. Vielleicht sind die Patienten desorientiert, wissen gar nicht, dass sie sich im Krankenhaus befinden, sie wissen gar nicht, warum sie da sind. Zurzeit können sie auch nur unscharfe Angaben machen oder sie wissen nicht, was wir für eine Jahreszeit haben. Vielleicht sind die Patienten auch inkontinent, was vorher eigentlich nie so ein Problem war. Sie zeigen Interessenlosigkeit oder die Patienten haben Stimmungsschwankungen. Das sind alles Symptome, die auf eine Demenz hinweisen können. Natürlich müssen wir differenzialdiagnostisch auch an eine Depression denken, aber es könnte halt auch eine Demenz sein. Lernziele in diesem Vortrag sind, die Beziehung und Umgebung im Krankenhaus konstruktiv zu gestalten, die Kommunikation mit dem Patienten zu schärfen und achtsam anzuwenden, um eine Destabilisierung des Patienten zu vermeiden und mit herausforderndem Verhalten umgehen zu lernen. Herausforderndes Verhalten oder Schwierigkeiten mit dem Patienten sind die Desorientiertheit, die Merkfähigkeitsdefizite, die der Patient hat, oder die Kommunikationsdefizite. Der Patient zeigt keine Krankheitseinsicht, Abwehr, er ist aggressiv. Einiges ist nur schwer planbar, der Patient ist nicht absprachefähig, er zeigt Unruhe, Weglauf- und Hinlauftendenz, die Tag-Nacht-Umkehr ist eventuell gestört, der Patient zeigt Wahnvorstellungen, Angst, Panik und der Patient hat eine Inkontinenz, die insofern schwierig für uns ist, wenn er zum Beispiel mit Kot rumschmiert, dann ist es oft so, dass wir unter Zeitmangel leiden oder die Strukturen im Krankenhaus nicht auf den an Demenz erkrankten Patienten abgestimmt sind. Die Räume sind zu eng, der Patient hat keine Möglichkeiten, auf dem Stationsflur hin und her zu laufen. Es gibt vielleicht auch keine Sitzecke, wo sich der Patient aufhalten kann. Oder die Station ist halt auch nicht geschützt, sie wird offen geführt und der Patient kann die Station verlassen. Wie fühlt sich der Patient, wenn er zur stationären Aufnahme kommt? Der Patient wird aus seiner gewohnten Umgebung herausgerissen, er wird entwurzelt. Dies verunsichert ihn, macht ihm Angst. Und dadurch kann sich die Desorientierung und Reizbarkeit steigern. Damit der Patient im Krankenhaus nicht gestresst und überfordert ist, sollten wir seine Umgebung und die Beziehung gestalten. Mit dem Ziel, dass der Patient sich in seiner Umgebung sicher und wohl fühlt, dass die gesunden Fähigkeiten erhalten bleiben und wir sollten Angehörige, Kontakte mit einbeziehen. Damit wir die Umgebung und Beziehung gestalten können, ist es wichtig, dass wir etwas über den Patienten erfahren. Das heißt, es ist gut zu wissen, was seine Vorlieben sind, was seine Interessen sind. Was sind seine Wünsche? Was war sein Beruf? Lebt er in der Familie? Lebt der Patient alleine? Was sind seine Abneigungen? Oder was mag der Patient gerne? Was isst er also zum Beispiel gerne? Und was sind seine Ressourcen? Wir können den Patienten entweder selber fragen oder wir fragen Angehörige und Freunde.
Das Patientenzimmer und der Nachtschrank sollten zum Aufstellen von privaten Dingen genutzt werden, aus der Sicht des bettlägerigen Patienten. Diese Dinge sollten dem Patienten wichtig und bedeutsam sein. Es kann also auch sein, dass man ein kleines Schachspiel aufstellt, falls der Patient gerne Schach gespielt hat oder auch immer noch gerne spielt. Wir sollten dem Patienten zeitliche Orientierungshilfen geben, Uhren, Kalender in verschiedenen Höhen aufhängen, das Zimmer mit Piktogrammen gestalten oder mit Bildern. Wir können die Bilder mit dem Patienten auch gemeinsam aussuchen. Also ich meine jetzt Bilder, die man zum Beispiel an die Patiententür kleben kann, damit er, wenn er auf dem Stationsflur ist, sein Zimmer schneller finden kann. Und wir sollten die Handtasche gegebenenfalls in Sichtweite legen, damit der Patient nicht erst danach suchen muss. Kommunikation und Beziehung gestalten. Zuwendung und Tagesstruktur gibt den an Demenz erkrankten Patienten Sicherheit und Orientierung. Daher sollten wir den Kontakt aktiv gestalten, Gesprächsanlässe schaffen und den Patienten in Gemeinschaft, in Geselligkeit mobilisieren. Wie sollten wir kommunizieren? Der Kommunikationspsychologe Schulz von Thun sagt, dass wir über 4 Ebenen kommunizieren. Das heißt, wir erreichen einen an Demenz erkrankten Patienten gut über die Beziehungsebene und Selbstoffenbarung. Die Sachebene und Appelle beunruhigen einen an Demenz erkrankten eher. Du, da vorne ist grün. Fährst du oder fahre ich? Das Beispiel zeigt, dass wir vorsichtig auf der Beziehungsebene kommunizieren sollten und gehe auch gleich nochmal genauer auf den Satz ein. In dem Beispiel wird die Frau nicht einfühlsam über die Beziehungsebene erreicht. Die Ampel des Grünen ist die Sachebene, gib Gas ist der Appell, ich habe es eilig, ist die Selbstoffenbarung. Der Mann macht also ganz schön Druck, der sagt, komm, gib Gas. Und bei der Frau kommt einfach an, du brauchst meine Hilfestellung, du kannst echt nicht Auto fahren, lass mich mal ansteuern. Nehmen Sie jetzt die Medikamente, ist ein Beispiel aus dem Stationsalltag. Wenn wir zum Beispiel in ein Patientenzimmer gehen, wir sind gestresst, haben vorher nicht nochmal tief durchgeatmet, treten in das Zimmer ein und gucken vielleicht abwesend nach unten oder unsere Mimik geht nach unten und dann sagen wir dann halt dringend und auffordernd, nehmen Sie die Medikamente, dann kommt das halt an bei dem Patienten, die Selbstoffenbarung ist dann, ich habe es eilig, die Beziehung ist dann, ich bestimme, die Sachebene ist dann halt ganz klar, die Medikamente einnehmen und der Appell ist, überlegen Sie nicht, nehmen Sie einfach die Medikamente ein. Besser wäre, wir würden vor dem Patientenzimmer nochmal in uns gehen, nochmal durchatmen, dann ruhig in das Zimmer treten, den Patienten versuchen, gut über die Beziehungsebene zu erreichen und ihn zu ermuntern, vielleicht mit einem kleinen Lächeln. Ach, nehmen Sie doch bitte die Medikamente ein, die sind wichtig für Sie, Sie kennen die ja auch schon. Das sind ja auch manchmal ganz schön große Brocken, aber lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich kann Ihnen aber auch gerne bei der Einnahme helfen, Sie schaffen das schon. Wir sollten empathisch, echt und wertschätzend kommunizieren. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass zwischen einem an Demenz Erkrankten und uns nur ein gradueller Unterschied besteht, also kein prinzipieller, denn jeder von uns hatte bestimmt schon mal Wortfindungsstörungen, hat Sachen gesucht oder war zeitlich desorientiert, dann sollte es uns leichter fallen, mit dem Patienten zu sprechen. Wir sollten auf unsere eigene Körperhaltung, Stimme und Stimmung achten. Und wir sollten den Patienten nicht infantilisieren. Die intakten Persönlichkeitsanteile sehen, respektieren und erhalten. Wir sollten den Patienten von vorne ansprechen. Wichtig ist, dass wir bei der Ansprache Berührung setzen. So hat der Patient die Möglichkeit, das Gesendete über 3 Kanäle aufzunehmen, über Sehen, Hören und Fühlen. Die Berührungen sollten überwiegend im Oberkörperbereich sein. Wichtig ist auch, dass wir eindeutig kommunizieren in Ich-Sätze und nicht man muss, wir wollen. Wir sollten den an Demenz Erkrankten auch nicht überfordern, nicht, dass zu viele Leute auf einmal sprechen. Wir sollten einfache und kurze Sätze benutzen
und im Satz sollte möglichst nur eine Botschaft sein. Immer benennen, was gerade getan wird, die Worte des Patienten verwenden und wiederholen und das, was verstanden wurde, nochmal mit eigenen Worten formulieren. Wir sollten möglichst auf Nicht oder Nein verzichten, weil das kann Druck aufbauen und den Patienten verunsichern. Diskussionen, widersprechen oder korrigieren sollten wir vermeiden. Alte Sprichwörter, so wie Morgenstund hat Gold im Mund oder was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen, sind Sachen, die bei den Patienten gut ankommen, oder wir sollten auch Floskeln benutzen. Nonverbal kommunizieren ist ganz wichtig, auch auf Gegenstände deuten oder Gegenstände bei nestelnden Fingern in die Hand geben. Zusammenfassend möchte ich mit dieser Darstellung nochmal zeigen, dass in einer Kommunikation es nicht unbedingt immer nur auf die Worte ankommt, sondern es kommt auch auf die Gestik und Mimik an, jeweils zu 27%, und halt auch auf den Ton und der Stimme in einer Kommunikation. Natürlich sind die Worte, die wir sagen, auch sehr wichtig, das ist richtig, aber halt auch die anderen Anteile. Was heißt Validation? Validation bedeutet, die Realität des anderen für gültig erklären. Das heißt also, die Gefühle, Empfindungen und Sichtweise des Patienten wahrnehmen und ansprechen. Mit diesem Beispiel möchte ich euch zeigen, wie man einen Patienten validieren könnte. Also da ist Frau Sommer und Frau Sommer möchte nach Hause. Sie sagt, das ist nicht meine Wohnung, was soll ich hier? Ich will nach Hause. Und dann könnten wir sagen, ja, Sie sind jetzt erschrocken, dass Sie in einem fremden Zimmer sind. Sie sind ganz aufgeregt, Frau Sommer, dass Sie nicht zu Hause sind. In der eigenen Wohnung ist es ja auch schöner als in diesem Zimmer. Ist Ihre Wohnung groß? Halten Sie Ihre Wohnung alleine sauber? Und so weiter. Und wenn wir dann Fragen stellen, dann wird die Frau Sommer abgelenkt und das Gespräch dreht sich um die Wohnung. Hier möchte ich noch ein Beispiel zeigen. Und zwar, da ist Herr Meier. Herr Meier ist aufgeregt, da er kein Bett hat. Ich habe hier kein Bett. Wo soll ich denn schlafen? Sagt Herr Meier. Und dann könnten wir sagen, Sie sorgen sich, wo Sie hier schlafen könnten? Das verunsichert einen, wenn man keinen sicheren Platz hat. Herr Meier, hier scheint Ihnen alles fremd. Ich zeige Ihnen, wo Sie schlafen können. Herr Meier wird wiederholt zu seinem Zimmer gebracht. Also er bekommt dort Orientierungshilfen, wo sein Bett steht und wo er die Toilette benutzen kann. Und dann wird Herr Meier ruhiger und ist nicht aggressiv. Wie können wir mit herausforderndem Verhalten umgehen? Also wenn ein Patient weglaufen will oder der kommt immer wieder zum Pflegestützpunkt hingelaufen, dann ist es wichtig, wenn wir uns die möglichen Auslöser mal angucken. Also der Patient ist in dem Moment desorientiert, der Patient ist vielleicht überfordert, er ist unruhig, psychomotorische Unruhe. Vielleicht ist auch irgendwas anderes Interessantes, was ihn ablenkt. Und dann könnten wir die Bezugspflege anwenden. Wir könnten menschliche Zuwendung geben. Hilfreich kann dann auch wirklich sein, den Patienten in die Patientenrunde zu mobilisieren oder einfach auf den Stationsflur zu mobilisieren. Vielleicht sitzt da auch noch ein anderer Patient und den Patienten ablenken mit Zeitung oder anderen Sachen, die er gerne macht. Wie gehen wir damit um, wenn der Patient Abwehr zeigt oder Verweigerung? Dann ist es auch wichtig, dass wir uns erstmal die möglichen Auslöser angucken. Es kann also sein, dass der Patient überfordert ist, er hat den Auftrag nicht verstanden, das Ganze ist viel zu plötzlich gekommen und dann sagt er auch Nein als Autonomie. Oder der Patient lehnt die Person ab, er kann die gar nicht richtig einordnen. Wer ist das da eigentlich? Was will die oder der von mir? Als Tipp wäre dann einfach, dass man die Kommunikation beachten sollte. Man könnte den Patienten eventuell ablenken oder auch nochmal einen Neustart machen. Man geht nochmal raus, wartet und fängt dann einfach nochmal neu an. Wichtig ist auch die Emotionsebene, dass wir vielleicht versuchen sollten, den Patienten zu validieren. Wir könnten dem Patienten noch Wahlmöglichkeiten lassen, indem wir sagen, Sie brauchen das auch nicht von mir machen zu lassen.
Vielleicht möchten Sie eine andere Person haben oder möchten, wenn Sie es heute nicht machen wollen, können Sie es auch morgen machen lassen. Und dann sollten wir halt zum Schluss aber auch wirklich nochmal abwägen, ist das eigentlich notwendig, was wir da vorhaben? Ist diese zum Beispiel die Untersuchung, die gerade ansteht, muss die wirklich sein? Wie gehen wir damit um, wenn ein Patient aggressiv ist? Dann ist es ganz hilfreich, wenn wir uns erstmal angucken, was könnte vielleicht der Auslöser dafür sein? Also ist der Patient gestresst oder hat Bedürfnisse, die nicht befriedigt sind? Er hat Harndrang, Hunger, Schmerzen oder hat irgendeinen Juckreiz. Vielleicht sind auch unklare Gesten, Mimik oder Haltung gesendet worden. Oder der Ton und die Stimmlage von uns sind nicht stimmig bei den Patienten angekommen. Vielleicht reden wir einfach auch in viel zu langen Sätzen. Also insgesamt hat vielleicht auch eine Reizüberflutung stattgefunden oder der Patient ist unterfordert, er hat keine Beschäftigung, er hat Langeweile. Und als Tipp könnte man dann sagen, wir müssen die Kommunikation beachten und wir sollten ihm auf keinen Fall Vorwürfe machen und keine Reizüberflutung. Manchmal kann es sein, dass es hilft, sich klein zu machen. Also dass wir dann einfach sagen, oh, das macht mir Angst. Oder wir geben eine paradoxe Intervention. Also wir machen eine Musterunterbrechung. Wir reden plötzlich mal von etwas ganz anderem. Wir fragen zum Beispiel, mögen Sie auch gerne Schwarzwälder Kirschtorte? Oder reisen Sie auch gerne nach Griechenland? Das sind Sachen, um den Patienten erstmal wieder aus dieser Situation holen zu können. Leider kann es auch im Krankenhaus immer wieder zu Fixierungen kommen, dass wir also den Patienten fixieren müssen. Und wann kommt es dazu? Also erst, wenn alle Möglichkeiten der Begleitung und Pflege vollständig ausgeschöpft sind, dann müssen wir halt zu Maßnahmen greifen, wie die Freiheit eingrenzen oder halt die medikamentöse Einflussnahme, also den Patienten medikamentös fixieren. Und dann müssen dazu natürlich immer alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Der Arzt muss die Fixierung anordnen und die Fixierung sollte immer so lange wie nötig und so kurz wie möglich sein. Ich möchte kurz noch auf die Pflege eingehen. Worauf müssen wir besonders achten, wenn wir es mit einem an Demenz erkrankten Patienten bei der Körperpflege zu tun haben? Dann sollten wir tolerant sein, wir sollten eine entspannte, humorvolle Situation schaffen. Wir sollten Anstöße geben und etwas vormachen, die Zahnpflege nicht vernachlässigen, die eigene Kleidung dem Patienten anziehen bzw. anreichen. Und ganz wichtig sollten wir darauf achten, dass der Patient auch seine Hörgeräte, Brille und Uhr trägt. Worauf sollten wir beim Essen und Trinken achten, wenn wir es mit einem an Demenz erkrankten Patienten zu tun haben? Wir sollten, falls der Patient nicht genügend auf einmal isst, bei der Mahlzeit, dann sollten wir darauf achten, dass er viele kleine, einfache Mahlzeiten erhält. Deswegen ist es auch ganz günstig, wenn der Patient ein Bett hat, also sein Zimmer hat, in Nähe des Stützpunktes, dann können wir immer wieder den Patienten aufsuchen und ihm auch kleine Mahlzeiten oder Getränke anreichen. Die Brote sollten nicht vorgeschmiert werden, wir sollten das gemeinsam mit dem Patienten machen, wir sollten tolerant sein. Die Speisen sollten wir ruhig süßen, Patienten, vielleicht kann das halt helfen, dass der Patient mehr isst. An Demenzpatienten essen gerne süß. Und wir sollten farbige Becher benutzen, damit der Patient das Getränk auch sieht. Eventuell sollten wir die Getränke andecken. Und wir sollten nicht zu heiße Getränke reichen, damit wir auch sofort den Patienten, wenn wir ihm etwas anbieten, damit er auch gleich was trinken kann, damit er nicht erst wieder aus dem Kontakt geht und vergisst, dass er trinken soll. Und so können wir immer mal wieder auch öfter ins Zimmer gehen und dem Patienten ein Getränk anreichen. Worauf sollten wir beim Umgang mit der Ausscheidung achten? Wir sollten die Toilette deutlich machen, mit einem Piktogramm zum Beispiel. Wir sollten regelmäßig Toilettengänge anbieten. Und wir sollten halt möglichst einen Dauerkatheter vermeiden. Falls der Patient ohne Dauerkatheter in die Klinik kommt und er bekommt dort einen Dauerkatheter, ist es halt so, dass er den dann meist halt auch für immer, also für den Rest seines Lebens dann halt auch behält.
Und nachts sollten wir für eine Nachtbeleuchtung sorgen, damit es nicht zu Stürzen kommt und der Patient sich auch nachts orientieren kann. Zum Schluss möchte ich auf das Thema Schmerzen eingehen. Es kann sein, dass bei einem an Demenz erkrankten Patienten der Akutschmerz weniger stark wahrgenommen wird. Wir sollten also achtsam sein. Es kann sein, dass der Patient an dem Wundverband rumspielt, manipuliert oder vielleicht an der Drainage ziehen könnte. Es kann auch sein, dass der Patient, der Schmerzen hat, eigentlich gar nicht mehr genau sagen kann, von wo der Schmerz kommt, oder kann auch gar nicht dahin zeigen. Es kann auch sein, dass sich die Schmerzen bei dem Patienten über Unruhe, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Aggression, Apathie oder Abwehrverhalten äußern. Und was können wir dann tun? Wir können dann einfach mal versuchen, eventuell Schmerzmittel zu geben. Vielleicht können sich darunter dann die Symptome bessern. Als Fazit möchte ich sagen, dass es schon wichtig ist, dass wir erkennen, mit wem wir es zu tun haben. Also ich meine, nicht alle Patienten über einen Kamm scheren. Es kann halt sein, dass wir jemanden mit einer beginnenden Demenz, dass wir den unterfordern, wir packen den in Watte, nehmen den alles ab und so verschlechtert sich seine Stimmung, seine Situation. Und genauso kann es sein, dass wir einen Patienten mit einer fortgeschrittenen Demenz, dass wir den Patienten überfordern. Das kann dann zum Beispiel sein, dass der Patient mit einer fortgeschrittenen Demenz alle Medikamente, die auf dem Nachtschrank im Dispenser sind, zum Beispiel auf einmal einnimmt. Und die Arbeit mit an Demenz erkrankten Patienten sollte aufsuchende Arbeit sein. Es ist schon wichtig, dass wir öfter in das Zimmer gehen, dass wir gucken, was macht der Patient gerade, dass wir nicht warten, bis sich der Patient per Schwesternruf bei uns meldet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der Vortrag hat euch gefallen und ihr könnt davon etwas in euren Stationsalltag mitnehmen.